select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Stefan, mein Eindruck war, dass ihr am Anfang ganz gut mitgehalten habt. Ja, zum Schluss ist es dann doch recht deutlich gewesen. Wie siehst du das Spiel? Ja, wir haben gewusst, dass Balingen als Tabellenführer eine sehr starke Mannschaft ist, die sehr konsequent und richtig gut auch ihre Stärken ausspielt. Haben kompakt dagegen angefangen. Ich denke, da haben wir es mit denen das Leben schwer gemacht. Hat man auch gemerkt, dass man so zwischendrin auch gar nicht gewusst haben, wie sie dagegen spielen sollen. Natürlich dann, dass er ein oder andere mal durchrutscht, das ist normal, aber dann das Tor, das 1-0, war halt zu einem unglücklichen Zeitpunkt und dann auch relativ unglücklich mit dem Elfmeter. Trotzdem haben wir es dann geschafft, auch in der zweiten Halbzeit, eigentlich das Spiel selber in die Hand zu nehmen. Es war klar, dass wir dann irgendwann auch die Räume aufmachen mussten, dass wir da noch offensiver spielen haben müssen und unsere defensive Ausrichtung erstmal hinten anstellen haben müssen, damit wir irgendwie noch das 1-1 hinkriegen. Und dann auch das 2-0 war relativ unglücklich. Ich denke, die Tore an sich, die waren jetzt, haben auch gewisserweise ein bisschen mitgeholfen. Das war, glaube ich, das Unglückliche daran. Und dann am Ende natürlich das 3-0, das ist, meiner Meinung nach fällt das dann viel zu hoch aus. Wie schwierig war es heute, gegen den Tabellenführer zu verteidigen? Die Spiele an sich, natürlich sind die in gewisser Weise schwierig, aber trotzdem, solche Spiele, man hat eigentlich nichts zu verlieren. Das sind sogenannte Bonusspiele. Wir haben Qualität, nur wir müssen sie halt auch öfters auf den Platz bringen. Und wir haben es auch wieder in der zweiten Halbzeit gezeigt, auch nach dem 0-1, dass wir das Spiel auch gegen Tabellenführer in die Hand nehmen können, dass wir da versucht haben, auch nach vorne zu spielen. Leider heute glücklos. Ansonsten gegen Tabellenführer zu spielen, ist immer eine Motivation extra. Heute hat es leider nicht gereicht und deshalb ist Balingen als Sieger vom Platz gegangen. Offensiv habe ich heute auf eurer Seite jetzt nicht so viel Glanzlichter gesehen. Ja, wir sind nicht oft durchgekommen. Wir haben versucht, dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen mehr auch den Ball flach laufen zu lassen. Erste Halbzeit war halt relativ viele lange Bälle. Versucht immer hinter die Abwehr zu kommen, um irgendwie Schnelligkeit ausnutzen zu können. Das hat leider nicht ganz geklappt. Und dadurch haben wir es uns auch heute auch relativ schwer gemacht, Torschancen rauszuspielen. Und beim 0-1, also mit 0-1 Rückstand, unsere Stärke ist auch Standards. Haben wir natürlich auch gehofft, irgendwie auf eine Standardsituation. Hat heute leider auch nicht geklappt. Wie ist die Stimmung und wie sieht man die Gesamtsituation in der Mannschaft? Ja, nach so einem Spiel ist die Stimmung natürlich enttäuschend und bedrückt. Jetzt zwei Spiele verloren. Allerdings sind das beides Mannschaften gewesen, die oben, die um den Aufstieg spielen, Balingen jetzt als Tabellenführer, Bissing, die einen guten Lauf haben. Wir müssen unser Fokus auf die Spiele legen, die wichtig für uns sind. Und das ist nächste Woche gegen Waldorf und da geht es jetzt wieder um alles. Sind wir wieder in Zugzwang, müssen wir die 3 Punkte holen. Die Stimmung an sich, wenn man unter der Woche schaut, intern in der Mannschaft ist das alles gut. Nur wir müssen das auch dann in positive Ergebnisse ummünzen und genau das als Einheit auf den Platz bringen. Stefan, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir noch viel Erfolg. Alles Gute, danke. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.